Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Kollege Stein, die CDU hat in den vergangenen Monaten immer wieder den digitalen Wandel als Chance betont. Mit dem heutigen Antrag wissen wir, das war alles blumiges Geschwätz. Denn dieser Antrag atmet wieder den alten CDU-Mief von vorgestern. Für Sie ist der digitale Wandel etwas Böses, das Internet etwas Bedrohliches. Uns eint die Betroffenheit über die Anschläge von Paris. Uns eint die Bereitschaft zum Kampf gegen die terroristischen Mörderbanden. Und uns eint auch die Wut, dass Diensteanbieter, Betreiber sozialer Netzwerke mit Hetze im Netz nach wie vor so lax umgehen. Aber ein Rechtsstaat, und das haben wir auch in der Debatte heute Morgen zum Ausdruck gebracht, lieber Kollege Stein, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er auch in schwierigen Situationen, dass er auch in den Situationen, in denen er barbarisch angegriffen wird, stets verhältnismäßige Antworten findet. Eine verhältnismäßige Antwort, in der Freiheit und Recht den Vorrang haben. Sie fordern uns heute auf, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Sie fordern eine automatisierte, vollständige Überwachung sämtlicher Inhaltsdaten. Ich hoffe, dass Sie einfach keine Ahnung haben, was Sie da unter Punkt 3 Ihres Antrags formuliert haben. Aber das ist genau das, was da drin steckt. Das, was Sie in der Konsequenz brauchen, wenn Sie das tatsächlich ernst meinen, lieber Kollege Stein. Und ich will da nur daran erinnern, dass in der Debatte über die Vorratsdatenspeicherung Sie immer gesagt haben von Seiten der CDU, Sie immer gesagt haben, als Argument, das ist doch alles halb so schlimm, das sind doch keine Inhaltsdaten. Das war natürlich schon damals Quatsch, weil auch Metadaten jede Menge persönliche Informationen verraten. Aber was Sie heute beantragen, das zeigt eben, wes Geistes Kind Sie wirklich sind. Denn um das umzusetzen, müssen Sie eben die Inhalte durchfiltern. Und da erwischen Sie dann eben nicht nur die Terroristen, sondern eine unfassbare Menge an Daten von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mich an Ihrem Antrag wirklich massiv verärgert hat, war Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Verschlüsselung. Sie haben verschlüsselte Kommunikation gewissermaßen als Ursache allen Übels ausgemacht. Es ist gut, dass der Dienst Telegram, den Sie auch angesprochen haben, bereits reagiert hat mit Bezug auf die IS-Chatgruppen. Aber sichere, vertrauliche und verschlüsselte Kommunikation sind dringend notwendig. Das Ende der verschlüsselten Kommunikation würde in der Bevölkerung viele Verlierer zurücklassen. Es wäre ein massiver Einschnitt in die Freiheit im digitalen Zeitalter. Zuletzt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie lassen völlig offen, was Ihnen jetzt eigentlich genau fehlt. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, Sie haben noch nie davon gehört, dass es bei unserem Landeskriminalamt sowas gibt wie ein Cybercrime-Kompetenzzentrum, dass Sie noch nie mitgekriegt haben, was der Verfassungsschutz macht. Das kann unter anderem damit zu tun haben, dass von der CDU in der öffentlichen PKG-Sitzung vor einiger Zeit, wo wir das sehr prominent diskutiert haben, was der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz gegen die zur Abwehr der islamistischen Umtriebe im Netz tut, dass da von der CDU an dieser öffentlichen Sitzung niemand teilgenommen hat. Darüber hinaus, Sie haben es auch überhaupt nicht konkret gesagt, was Sie jetzt eigentlich genau meinen. Nach den beiden Landesstellen, die ich jetzt genannt habe, haben Sie angesprochen, steht in Ihrem Antrag, wir sollen als Land etwas Gesondertes machen. Jetzt haben Sie gerade in Ihrer Rede erzählt, das kann man ja doch irgendwie mit dem GATS und dem GITS und überhaupt. Also ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass Sie da wirklich Interesse an einer substanzhaltigen Debatte haben oder dass Sie sich irgendwann mal mit dem Thema tatsächlich auseinandergesetzt haben. Wir haben an der Stelle, lieber Kollege Stein, hören Sie mir doch einfach mal zu, an der Stelle, wo es wirklich zählt, da haben wir reagiert. Wir haben nach den feigen Anschlägen im Frühjahr auf Charlie Hebdo haben wir reagiert. Wir haben die Stellen bei Verfassungsschutz und Polizei verstärkt. Wir stellen dieses Jahr über 1.900 Polizistinnen und Polizisten ein. Die Antwort auf neue Herausforderungen, das ist definitiv so, dass die abscheulichen Taten der IS-Terrorbande eine neue Herausforderung für die innere Sicherheit darstellen. Diese Antwort auf diese Herausforderung, die muss doch lauten, dass wir mit solider Arbeit
von Polizei und Sicherheitsbehörden uns dem entgegenstellen. Darüber, wie das gehen kann, können wir gerne im Ausschuss debattieren. Eine grenzenlose Erweiterung der Überwachungsinstrumente wird es mit uns jedenfalls nicht geben. Vielen Dank.